Lernende ausbilden lohnt sich. Wir zeigen euch, warum. Laut dem Bundesamt für Statistik sieht man deutlich, dass mehr Menschen pensioniert werden und weniger nachkommen. In den nächsten Jahren kommen aufgrund der demografischen Entwicklung in der Schweiz 10'000 mehr Schülerinnen aus der Schule. Könnte das die Lösung sein für den Fachkräftemangel? Über genau diese Thematik rede ich heute mit dem Dr. Niklas Schatzmann, dem Leiter vom Mittelschul- und Berufsbildungsamt Zürich. Ich bin Steffi und das ist die 13. Folge von Inside Berufsbildung. Hoi Nick, schön bist du da. Hoi Steffi, ich bin gerne gekommen. Für die, die dich nicht kennen, wer bist du und was machst du genau in deinem Alltag? Ich bin Niklas Schatzmann, bin 53. Ich bin von Haus aus Historiker, bin Geschichtslehrer und dann Rektor vom Gymi und seit 5 Jahren leite ich das Mittelschul- und Berufsbildungsamt vom Kanton Zürich. Kannst du noch erklären, was macht denn das Mittelschul- und Berufsbildungsamt überhaupt? Grob gesagt sind wir in der Bildung für alles das zuständig, was zwischen der Volksschule und dem Abschluss von der Sekundarstufe 2 passiert, also entweder ein Lehrabschluss oder eine Matur. Das heisst, wir beaufsichtigen und beraten 22 Kantonsschulen im Kanton Zürich, 29 Berufsfachschulen. Wir betreuen und beaufsichtigen etwa 13'000 Ausbildungsbetriebe. Wir stellen Lehrverträge aus. Wir genehmigen die Lehrverträge von jedem Jahr etwa 13'000 jungen Lernenden, die anfangen. Und nicht zuletzt führen wir auch die Abschlussprüfungen durch. Die werden unter unserer Oberherrschaft quasi organisiert durchgeführt. Das führt dazu zum Beispiel, dass unter Diplom von Zürcher, der zwischen 2018 und 2022 ihr QV gemacht hat, mein Name steht. Wenn das nicht so wäre, wäre es eine Fälschung. Das ist gut zu wissen. Danke dir vielmals für die Einleitung. Ich möchte die Situation vom Fachkräftemangel unter anderem kurz aufgreifen, und zwar mit ein paar wichtigen Zahlen aus dem aktuellen Zeitungsartikel. Der Zeitungsartikel lautet wie folgt: Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz liegt laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft SECO bei Rekordtiefe 2,1%. Das entspricht 98'000 Arbeitslosen. Demgegenüber steht gemäss einer Auswertung vom Personalunternehmen X28 250'000 offene Stellen. Man sieht also klar, dass trotz der arbeitslosen Personen Fachkräfte vom Markt fehlen. Wie siehst du das ganze Thema Fachkräftemangel? Fachkräftemangel ist ein wichtiges Thema und es ist wichtig, dass man darüber redet. Ich stelle immer wieder fest, nicht alle verstehen genau das Gleiche darunter und auch nicht alles ist genau gleich gravierend für die Wirtschaft. Das, was du vorhin jetzt gerade geschildert hast in Bezug auf die gesamte arbeitende Bevölkerung in der Schweiz, trifft auch auf die Lehrstellensituation zu. Wir haben im Kanton Zürich jedes Jahr etwa 2'500 Lehrstellen, die nicht besetzt werden. Aber aus der Sicht von der Jugendlichen ist das nicht nur mehr negativ. Das heisst, es gibt einen Markt, es gibt auch einen gewissen Wettbewerb. Das heisst, Jugendliche haben eine echte Chance, sich ihre Lehrstelle auszusuchen. Sie müssen nicht einfach nehmen, was übrig bleibt. Das ist aus meiner Optik eigentlich auch etwas sehr Positives. Und es ist auch durchaus so, dass Ausbildungsbetriebe vielleicht mehrere Bewerbungen gehabt haben, dann aber beschliessen, für mich passt jetzt niemand von denen und dann sich entscheidet, die Lehrstelle nicht besetzen zu lassen. Also nicht jede unbesetzte Lehrstelle ist eine Notsituation. Dann ist es so, dass es tatsächlich Branchen gibt, die mehr Mühe haben, um ihre Lehrstellen zu besetzen. Das hat häufig auch mit den Arbeitsbedingungen zu tun. Man muss lang stehen. Es sind Tätigkeiten, wo man viel draussen ist, das ganze Jahr über. Oder das Lohnniveau in dieser Branche ist relativ tief. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Coiffeursalon eine Lehrstelle nicht besetzen kann, dann ist das natürlich für den Besitzer von dem Coiffeursalon eine dramatische Sache. Das ist für die Schweizer Wirtschaft jetzt aber noch nicht existenzbedrohend. Auf der anderen Seite haben wir tatsächlich Situationen, wo es dann könnte prekär werden, wenn wir in den Spitälern nicht mehr genug Personen haben, dann ist das für unser Land eine Herausforderung. Oder wenn in der IT, wo ja im Moment wir auch grossen Bedarf haben an Fachkräften, wenn dort wirklich die Leute fehlen, also wenn wir unsere ganzen digitalen Netzwerke, wenn wir all die Apparaturen, die jetzt da zwischen uns auf dem Pult stehen, nicht mehr wirklich warten können, bedienen, wenn die nicht mehr hergestellt werden, dann haben wir ein echtes Problem. Und von dem her würde ich sagen, ja, der Fachkräftemangel ist da und wir müssen unbedingt schauen, dass wir nicht einfach da sitzen und Däumchen trüllen, sondern etwas dagegen unternehmen. Genau, wenn wir etwas dagegen machen wollen, dann würde ich gerade auf das Thema mit diesen 10'000 mehr Jugendlichen zu sprechen kommen. Könnte das überhaupt eine Möglichkeit sein? Du hast am Event Fokus Berufsbildung erwähnt, dass man für die 10'000 mehr Jugendliche auch zusätzliche Schulen bauen könnte. Oder wir bringen sie in die Schweizer Wirtschaft ein. Was ist die bessere Lösung? Ja, ich bin froh, dass ich das Zitat kann richtig in den Kontext stellen kann, weil ich habe das gesagt. Und die positive Nachricht, die ich eigentlich damit wollte,
weitergeben, ist, dass wir quasi ein Notfallszenario haben, das funktionieren würde. Also wenn es uns nicht gelingt, allein im Kanton Zürich brauchen wir in den nächsten 10 Jahren 10'000 zusätzliche Ausbildungsplätze in der Berufsbildung. Wenn es uns nicht gelingt, diese Plätze zu besetzen, dann haben wir das Notfallszenario, den Plan B, dass wir können sagen, jawohl, wir weichen aus auf vollschulische Angebote. Das ist einerseits sind das Schulen, die schon existieren, die FMS zum Beispiel, die HMS, die IMS. Und auf der anderen Seite gibt es auch die Möglichkeit, Lehrwerkstätten zu machen. Das ist ein Modell, das es in der Westschweiz gibt. Also das Detail, das man sonst in einer Firma, in einem Ausbildungsbetrieb absolviert hat, dass man auch das an der Schule macht. Aber ich will es wirklich betonen, das ist klar die schlechtere Lösung als das duale System, das wir im Moment haben. Auf der einen Seite, mit allen Anstrengungen wird es nie gelingen, dass wir den Praxisbezug in einer Schule herstellen können, den ein Jugendlicher in einem Ausbildungsbetrieb erfährt, jeden Tag. Das Zusammenspielen von einer schulischen Bildung in einer Berufsfachschule und am Puls der Welt sein, vom Leben in einem Ausbildungsbetrieb, das ist unbezahlbar und das macht den Erfolg der Schweizer Wirtschaft und von unserem System aus. Und das Zweite, ganz banal, es kostet den Steuerzahler bedeutend mehr, weil 5 Tage in der Schule, das ist einfach teurer als 1 bis 2 Tage in der Schule. Und ganz am Schluss muss man auch noch ehrlich sagen, wir hätten wahrscheinlich auch nicht genug Schulhäuser, wenn es für alle von denen wirklich einen Platz in einem vollschulischen Angebot bräuchte. Von dem her müssen wir im dualen System Sorge haben und schauen, dass wir die Ausbildungsplätze so weit wie möglich wirklich zusammen mit der Wirtschaft können schaffen. Ich glaube, nur schon, wenn jetzt jeder Einzelne oder jede Einzelne, die dazu hört, das gehört hat, sollte klar sein, wie wichtig ein Ausbilden ist. Weil schlussendlich, eben, wie du schon erwähnt hast, kostet es uns alle Einzelnen mehr. Schlussendlich, nur schon, wenn man das jetzt mit den Steuern oder mit dem Steuersystem anschaut. Sehr ein spannender Input. Wie können wir ein Matching von diesen 10'000 mehr Jugendlichen sicherstellen? Ich meine, es gibt sehr viele von denen, und aber immer weniger, wenn zum Beispiel in handwerkliche Branchen. Wie können so Branchen attraktiv bleiben? Das ist ein Thema, das uns natürlich auch sehr stark beschäftigt. Und da bin ich als Amtschef vom Mittelschul- und Berufsbildungsamt auch nicht in der Position, um irgendwie den Ausbildungsbetrieb zu sagen, was sie alles anders und richtig machen und was sie alles falls sogar falsch machen. Tatsache ist aber, jawohl, es gibt gewisse Branchen, die haben Mühe, ihre Lehrstellen zu besetzen. Ich habe es vorher schon gesagt, das hat häufig auch mit den Anstellungsbedingungen zu tun. Ich sehe aber immer wieder, wenn ich mit Betrieb rede, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, um das auch zu kompensieren. Und Stichwort ist wahrscheinlich wirklich die Qualität der Ausbildung. Und die Qualität der Ausbildung heisst in dem Fall jetzt vor allem Qualität der Betreuung. Also wenn Jugendliche das Gefühl haben, hey, in dieser Firma kümmert man sich um mich, ich kriege genug Aufmerksamkeit, man nimmt sich die nötige Zeit, man gibt mir Möglichkeiten, um mich dort zu entfalten, wo ich gut bin, man hilft mir dort, wo ich nicht so gut bin, dann gibt es ganz viele Jugendliche, die sagen, nein, die Nachteile, die es vielleicht aus den Rahmenbedingungen sonst gibt in diesem Beruf, die nehme ich gerne in Kauf, weil, ja, weil es passt einfach da. Und gerade in den Branchen, die dann eben Mühe haben, um Lernende zu finden, sind dafür auch Karriereoptionen nach dem Berufsabschluss, nach dem EFZ dafür umso besser. Du hast jetzt schon ein bisschen angesprochen, wie können wir oder wie können auch gewisse Branchen es schaffen, um doch Lernende zu gewinnen. Allgemein, wenn wir jetzt zum Thema kommen, wie können denn einzelne Unternehmen Lehrstellen anbieten, respektive, wie können wir Unternehmen motivieren, mehr Lehrstellen anzubieten? Die Studien beweisen immer wieder, es gibt so sehr einen offensichtlichen und auch sehr kurzfristigen Vorteil, und der ist rein ökonomisch, es rendiert sich, Lernende auszubilden. Also es zeigt sich, dass eigentlich der Aufwand, die Ressourcen, die man investiert, dass sich die zahlen. Also ein Lernender ist ein Netto-Gewinn für jeden Ausbildungsbetrieb. Es gibt ganz wenige Branchen, wo das ganz knapp nicht aufgeht, aber dort auch ist es so, dass wenn die Lernenden nur ein bisschen über den Lehrabschluss weg im Betrieb bleiben, wenn es gelingt, die zu heben, dann ist auch dort der Saldo eigentlich ein positiver. Das müsste eigentlich jedem einleuchten, und das tun wir darum auch immer wieder sagen. Und das Zweite ist so ein mittel- bis längerfristiger Vorteil, wo der Ausbildungsbetrieb nicht unmittelbar vielleicht für sich selber hat, mittelbar eben durchaus. Und das ist, dass das ganze System eben nur dann funktioniert, wenn wirklich eine grosse Mehrheit der
Unternehmen ausbildet. Weil dann entwickelt sich so etwas wie eine Branchensolidarität. Das ist ein Gehen und ein Nehmen. Man bildet jemanden aus, der verlässt vielleicht nach dem Lehrabschluss das Unternehmen, aber dafür kann man jemanden anstellen, der in einer anderen Firma seine Ausbildung gemacht hat, vielleicht sogar die ärgste Konkurrenzfirma, aber man weiss genau, die Ausbildungsqualität ist genau die gleiche. Wir haben ein nationales System, das sicherstellt, dass die Qualität hoch ist und stimmt und vergleichbar ist. Und so kann die Branche als Ganzes eigentlich in dem Austausch sich weiterentwickeln. Und wenn ein grosser Teil der Ausbildungsbetriebe aufhören würde, dann würde das ganze System zusammenbrechen. Und dann wäre der Fachkräftemangel noch viel extremer. Dann würden wir froh sein, hätten wir nur den, den wir heute haben. Du hast jetzt gerade das Gehen und das Nähen spannend, weil der Urs Gasti hat das in der letzten Folge ebenfalls so, ein so erwähnt. Was gibt es denn sonst noch für Vorteile, wenn man Lernende im Unternehmen hat? Ich meinte, dass abgesehen von den Vorteilen, die ich schon erwähnt habe, ich immer wieder feststellen, nicht zuletzt bei uns im MBA, wo natürlich auch Wert darauf legt, dass wir Lernende ausbilden, dass sie einfach dem Unternehmen sehr viel geben können, wenn man offen ist für sie. Das sind junge Leute, sie bringen frischen Wind, sie haben neue Ideen. Sie sind extrem motiviert, sie sind auch extrem dankbar, wenn man sich um sie kümmert. Also ich stelle das immer wieder fest, dass man von dem auch als Mitarbeiter vielleicht in einer Stresssituation kann zehren kann, wenn man sieht, da hat es Leute, die einem mittragen, die unverbraucht sind. Und konkret habe ich auch immer wieder schon gehört, dass Lernende in der Schule, im Berufskundeunterricht, aber auch in der UK tatsächlich gehört von neuem Wissen, von neuen Methoden, wo vielleicht ein Lernendenbetreuer in einem Ausbildungsbetrieb auch davon profitieren kann und der Betrieb als Ganzes kann davon profitieren, wenn man eben offene Ohren hat, für die Anregungen aufzunehmen. Das Ganze klingt doch sehr positiv. Gibt es irgendeinen Nachteil, wenn man Lernende hat im Unternehmen oder wenn man ausbildet tut? Ich würde jetzt natürlich sagen, nein, es gibt eigentlich nur Vorteile. Aber das Problem ist vielleicht, dass die Vorteile nicht so unmittelbar auf der Hand liegen. Ein Unternehmen, vielleicht gerade ein KMU, das vielleicht auch wirtschaftlich so ein bisschen schauen muss, den Gürtel eng geschnallt hat für eine gewisse Phase, der sieht natürlich nicht, was ihm das längerfristig bringt, wenn er ausbildet. Und er kann die Rechnung, dass es eben sich für ihn auch finanziell lohnt, nicht so unmittelbar machen. Für das braucht es dann eben irgendein Hochschulinstitut, das eine lange, aufwendige Studie macht. Er sieht vor allem, ich habe einen Berufsbildner, der sollte eigentlich den Lernenden betreuen. Ich habe vielleicht eine lange Liste von Aufträgen, die abgeschafft werden müssen. Kunden, die drucken und sagen, dann geht es für sie. Vielleicht auch ein-, zweimal eine unangenehme Erfahrung gemacht. Ein Lehrverhältnis, das nicht funktioniert hat, eine Lehrvertragsauflösung. Und in so einer Situation kann ich es total nachvollziehen, dass man dann sagt, ach, jetzt mache ich doch mal eine Pause mit dem Ausbilden und konzentriere mich darauf, dass ich irgendwie mein Unternehmen kann in die nächste Geländekammer überreden von einer wirtschaftlichen Entwicklung, die im Moment ja sehr unsicher ist. Und da ist es unsere Aufgabe als Amt, Mut zu machen, zu unterstützen und zu sagen, nein, schau, wir lassen euch auch nicht allein, wenn es Probleme gibt, aber wagt es doch, wir sind extrem froh, wenn ihr uns unterstützt im Ausbilden von jungen Menschen. Wenn eine Firma jetzt den Schritt wagt und sagt, doch, ich will eine Lehrstelle anbieten, was braucht eine Firma dafür? Die Hürden sind eigentlich nicht sehr hoch. Was es eigentlich braucht, sind zwei Sachen. Erstens braucht es eine Person, die entsprechende fachliche Qualifikation hat. Also jemand, der den Beruf auch gelernt hat, wo man jetzt ausbilden will. Das sind die Branchenverbände, die eigentlich vorgehen, was genau muss erfüllt werden. Aber in der Regel ist es so, dass man sagt, es ist ein EFZ und es sind ein paar Jahre Berufserfahrung. Und das Zweite ist, dass der Ausbildungsbetrieb muss aufzeigen können, dass er alles das, was er gemäss Bildungsverordnung von dem Beruf muss können abdecken muss, im Rahmen so von seinem betrieblichen Teil von der Ausbildung, dass er das wirklich den Jugendlichen auch bieten kann. Und das ist etwas, was man zusammen mit den Berufsinspektoren anschaut. Und da kann man durchaus auch mit anderen Firmen zusammenarbeiten, wenn es vielleicht einzelne Bereiche gibt, wo man sagt, ja, das können wir nicht abdecken. Und dann braucht es noch bei den Person eine pädagogische Ausbildung, die Leute mit einem Berufsbildnerkurs machen. Aber wenn eine Firma einsteigen will, und es gibt im Moment zwar jemanden, der das Herz am richtigen Fleck hat, für die Arbeit zu übernehmen, die Ressourcen hat, um die Arbeit zu übernehmen, aber eben die Berufsausbildung auch nicht, dann ist es auch möglich, dass man die noch begleitend nachholen kann, während die Ausbildung schon startet. Wir haben auf unserer Webseite einen speziellen Bereich, wo das alles auch aufgelistet ist und wo auch Kontaktpersonen bei uns aufgelistet sind. Und alle, die sich interessieren für das oder denken, ja, ich könnte mir mindestens überlegen, wo jetzt das vielleicht hören, unser Gespräch, die sollen auf die Homepage gehen und die entsprechenden Informationen anschauen. Und wir unterstützen sie aber sehr, sehr gerne in einem persönlichen Gespräch. Wir werden die Informationen sehr gerne bei uns auch verlinken, dass wirklich alle, die sich doch entscheiden, wir würden gerne ausbilden, wenn das Ganze unterstützen, die richtigen Infos finden.
Die grosse Frage ist ja, so eben, lohnt sich das Ganze finanziell? Das haben wir vorher schon ein bisschen angetönt. Jetzt möchte ich gerne da noch einen Bericht, den ich in der NZZ gelesen habe, aufgreifen. Der sagt, die meisten Lernenden sind für den Betrieb rentabel. Knapp 2/3 der Lernenden in der Schweiz bringen den Betrieb schon während der Lehre mehr, als dass sie kosten. Und viele von den übrigen spielen die Kosten dann nach dem Lehrabschluss wieder rein. Also da auch noch mal zum Zeigen, auch finanziell lohnt sich das Ganze, es ist rentabel. Warum bildet denn nicht einfach mehr Betrieb aus, wenn das so rentabel ist? Was Sie vorher schon gesagt haben, vielleicht ist es nicht ganz so offensichtlich in einer Situation, wo man vielleicht auch halt im Tagesgeschäft versinkt. Und ich meine, etwas kann man schon auch nicht wegdiskutieren. Es ist ein gewisser Aufwand. Und was ich auch glaube, es funktioniert vor allem dann gut, wenn erstens einmal die Firmenleitung sich dazu committet, sagt, jawohl, wir wollen das, wir unterstützen unsere Mitarbeiter, die sich da engagieren. Und es braucht halt trotz allem auch wirklich die richtigen Personen. Also ein Lernenden, eine Lernende zu betreuen in einem Ausbildungsbetrieb, vielleicht gerade, weil es in einer Lebensphase ist, wo es ja häufig auch manchmal persönliche Schwierigkeiten gibt. Das ist nicht zuletzt die Phase, wo man durch Pubertät durchgeht. Dann braucht es eine enge Betreuung, Herzblut, manchmal ist auch ein Verständnis für die Sorgen und Nöte der jungen Leute. Und das bedeutet Aufwand. Und es kann durchaus sein, dass in einer Firma, vielleicht gerade in einer kleinen Firma, halt einfach gerade jemand nicht vorhanden ist, wo das kann leisten kann. Oder eben eine Firma, ich habe es vorher gesagt, hat vielleicht 2-3 Mal unangenehme Erfahrungen gemacht, Lehrvertragsauflösungen müssen abwickeln, das ist für beide Seiten schmerzhaft. Und dann sagt, nein, ich will das eigentlich doch nicht. Oder will es für den Moment nicht. Und dann gibt es tatsächlich auch Branchen, die strukturelle Probleme haben. Also ein konkretes Beispiel, wir haben einen besonders grossen Fachkräftemangel in der Informatikberufe. Und dort ist die Struktur aber so, dass es natürlich ein paar etablierte grosse Firmen gibt, zum Teil national tätige Firmen oder Firmen, die ehemalige Staatsbetriebe sind, die das super gut machen und wirklich uns unglaublich viel abnehmen. Aber eigentlich ist die IT-Branche eine, die extrem einen höheren Anteil von Start-ups hat, kleine Firmen mit wenig Mitarbeitenden. Und dazu kommt dann noch, dass viele von denen Ausländer sind, die das Schweizer System gar nicht kennen. Und dass die sehr projektorientiert arbeiten. Das heisst, die holen sich irgendeinen Auftrag, suchen sich ihre Leute, die das miteinander bewältigen können. Die arbeiten vielleicht nicht einmal alle in Zürich, sondern irgendwo ortsunabhängig. Dann ist das Projekt abgeschlossen und dann gehen die Leute nicht weiter in eine andere Firma an einem Projekt arbeiten, das ihrer Expertise entspricht. Und ein neues Team kommt wieder zusammen für einen neuen Auftrag. Und in so einer volatilen Struktur mit einer Firma, die vielleicht nicht einmal einen festen Firmensitz hat, ist es natürlich eigentlich unmöglich, Ausbildungsqualität für einen jungen Menschen zu garantieren, der eine Ausbildung hat, die 3 oder 4 Jahre geht. Dort haben wir einfach wie strukturelle Barrieren und müssen extrem kreative neue Lösungen suchen. Aber das ist nicht für die Mehrheit der Schweizer Firmen und für die Schweizer Branche ein Problem. Und von dem her bin ich zuversichtlich, dass wir weiterhin auch viele Ausbildungsplätze gewinnen können. Jetzt habe ich gerade 2 Fragen, die aus dem allem heraus, wo du gesagt hast, mir gekommen sind. Und zwar einerseits hast du so ein bisschen die international tätigen Unternehmen angesprochen. Kannst du dazu etwas sagen? Merken die, dass die weniger ausbilden wie Schweizer Unternehmen? Wir merken, dass es viel Aufwand braucht, um ihnen unser System zu erklären und sie davon zu überzeugen. Und das gilt übrigens nicht nur für internationale Firmen, sondern es ist je länger, desto mehr auch, und das ist ja eigentlich schön, die Vernetzung von der Welt und Globalisierung, dass wir in Schweizer Firmen Leute aus dem Ausland in der Geschäftsleitung haben, da auf wichtigen Positionen, wo Entscheidungen fallen, auch in Bezug auf die Lehrlingsausbildung, wo man muss aufzeigen, wie unser System funktioniert. Es gibt eigentlich fast überall auf der Welt ist Berufsbildung, gibt es entweder gar nicht, oder dann ist es so ein Nischenprodukt für die, die irgendwie so zwischen Stuhl und Bank fallen. Und in diesen Ländern ist es üblich, dass man Leute mit einem gymnasialen Abschluss anstellt oder Leute mit einem Hochschulabschluss und ihnen sagen, nein, unsere Berufsbildung ist stabil und die Leute haben eine gute Allgemeinbildung, sie haben eine ausgezeichnete Berufsbildung im Rucksack, berufsfachliche Ausbildung und vor allem sind sie total nahe am Arbeitsmarkt. Sie sind praxisorientiert, sie wissen, wie der Laden läuft, sie packen an. Und die Firmen steigen dann zum Teil so ein bisschen vorsichtig ein und merken, hey, das sind Leute, die man vom ersten Tag an brauchen kann. Währenddem, wenn wir einen Hochschulpraktikant irgendwie holen, dann muss man dem zuerst einmal 2 bis 3 Monate zeigen, wie alles läuft, bis der überhaupt halbwegs produktiv tätig ist. Und sie sind dann sehr häufig, sehr schnell, sehr begeistert. Das habe ich jetzt gerade kürzlich wieder erlebt bei einer grossen IT-Firma, wo einer von ihren Hauptsitz in Zürich hat, wo den Weg jetzt durchgemacht hat und unterdessen sehr ein engagierter Berufsbildner und Ausbilder ist.
Das ist schön zu hören. Jetzt eben die Unternehmen, die respektvoll an das Ganze angehen oder vielleicht sogar Angst haben, lernen, die auszubilden. Was sagst du denen? Dass sie keine Angst haben sollen. Also ich habe es vorher vielleicht schon erwähnt, aber ich will es nochmal sagen, sie sind nicht allein, wir unterstützen sie. Also wenn eine Firma sich das überlegt, dann kann sie sich bei uns melden. Wir schauen das miteinander an, wir beraten sie, wir zeigen ihnen auch auf, was vielleicht noch Herausforderungen gibt, die sie müssten auf dem Radar haben, wenn sie sich da drin hineinwagen. Aber sie werden auch nicht allein gelassen, wenn sie dann anfangen. Sie können sich jederzeit an uns wenden. Unsere Berufsinspektoren sind sehr nahe dran. Wir haben unterdessen auch eine Stelle, die sich wirklich nur um den Betrieb kümmert, wo solche Fragestellungen haben. Und wenn alle Stricke reissen, das lässt sich nicht verhindern und man merkt, das geht gar nicht. Man hat mit jemandem einen Lehrvertrag abgeschlossen, wo aus welchen Gründen auch immer es irgendwie gar nicht auf einem guten Weg ist, dann tun wir eher in der ersten Phase vermitteln und ausgleichen. Und wenn es zu einer Lehrvertragsauflösung käme, was passiert, dann schauen wir, dass die Jungen möglichst schnell an einem anderen Ort wieder eine Fortsetzung von ihrer Ausbildung aufnehmen können. Und das funktioniert hervorragend. Jetzt hast du schon ein bisschen erklärt, was Mittelschule und Berufsbildungsamt sonst so macht. Eine Frage, die ich mir noch notiert habe, ist so die Flüchtlingslehre. Das ist seit dem Ukraine-Krieg auch ein grosses Thema. Wie kann man Schülerinnen und Schüler aus dem Ausland oder Jugendliche, die in die Schweiz kommen, vielleicht integrieren? Unternehmen die diesbezüglich auch etwas? Das machen wir und zwar nicht allein, sondern zusammen mit dem Bund. Es gibt seit 2015 die sogenannte INVOL, die Integrationsvorlehre. Das ist ein Programm, das vom Bund sehr gut mitfinanziert wird. Da darf man auch das Kränzchen winden. Und es geht dort genau darum, dass man junge Menschen aus dem Ausland, in der ersten Phase sind es Flüchtlinge und vorläufig aufgenommen gewesen. Unterdessen sind es alle, die so ein bisschen in einem dummen Alter in die Schweiz kommen, so zwischen 15 und 25, wenn es gerade so ein bisschen zu spät sind, um bei uns nach der Volksschule zu gehen, aber doch eigentlich noch zu jung, um ohne Abschluss irgendwo herzukommen, dass man denen hilft, um bei uns die Ausbildung nachzuholen. Das funktioniert, das ist ein einjähriger Kurs, die Integrationsvorlehre, auch mit einem dualen Ansatz, also die Jugendlichen, die besuchen 3,5 Tage einen Vorlehrbetrieb, wo sie betreut und aufnimmt und 1,5 Tage etwa im Durchschnitt gehen sie zur Schule. Dort geht es einerseits natürlich vor allem um die Sprachkenntnis, also Deutsch, dass sie genug gut Deutsch lernen, um dann eine reguläre Lehre können anpacken. Sie haben aber auch berufskundliche Inputs, weil zum Teil die Berufe in den Ländern, wo sie herkommen, ganz anders funktionieren als bei uns. Also ich denke an eine Autogarage in Afghanistan oder in der Stadt Zürich, das ist nicht sehr vergleichbar. Und dann geht es um ganz banale Sachen, wie funktioniert bei uns so ein bisschen das Miteinander, das Kulturelle, der Alltag. Also da geht es um sehr einfache Sachen, die eben doch wichtig sind. Was für eine Bedeutung hat Pünktlichkeit in der Schweiz oder was sind die Umgangsformen in einem geschäftlichen Kontext. Und dann können Sie nach einem Jahr, wenn Sie das wollen und wenn Sie fit sind, in eine wirklich reguläre Lehre anfangen, eine EBA oder eine EFZ-Lehre. Und das funktioniert super. Wir haben über 500 Personen in den letzten 4 Jahren, die diesen Weg gegangen sind. 80% kriegen einen regulären Ausbildungsplatz dort, wo sie die Vorlehre gemacht haben. Das heisst, dass das geht, das funktioniert. Die Verhältnis zwischen den Lehrmeistern vom Vorlehrbetrieb und den Jugendlichen ist gut. Und über 80% schaffen dann wirklich einen Abschluss, was sehr ein hoher Wert ist. Und weil wir jetzt gerade ja in der Ukraine-Krise sind, es gibt im Moment 10 Berufsfelder. Aus der Ukraine haben wir sehr viele Jugendliche, die gut Englisch können und eine höhere Ausbildung in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich. Und so ein bisschen angeregt jetzt durch sie, sind wir im Moment dran, ein weiteres Berufsfeld aufzutun, nämlich die Informatik. Im nächsten Sommer sollte eine Informatik-Invol starten und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir da bereits eine erste ganze Schulklasse mit ukrainischen Jugendlichen können füllen. Und die werden natürlich, wenn sie dann mit ihrer Ausbildung zurückkommen, in ihr Land irgendwann, hoffentlich bald, dass sie dort einen wichtigen Beitrag zum Aufbau leisten können. Schön, dass es wirklich auch in diesem Bereich so Möglichkeiten gibt, die ja, uns in der Schweiz unterstützen, aber auch, dass wir auch wie die Jugendlichen aus so Gebieten unterstützen können. Hast du noch sonstige spannende Storys zum Erzählen? Zum Beispiel eine Erfahrung von einem Betrieb, der nie ausbilden wollte und jetzt ausbilden und sehr happy sind darüber? Ja, die habe ich. Ich durfte vor ein paar Jahren den Berufsinspektor, der für die Malerberufe zuständig ist, begleiten. Einen Tag lang, wenn er einen Ausbildungsbetrieb suchen. Wir waren bei einem kleinen, eigentlich einem Einmannbetrieb. Und
die hat gesagt, über Jahre gesagt, ja, ich kann gar nicht ausbilden, ich bin allein, wie soll ich das bewältigen? Und man hat ihn dann können dazu bewegen, dass er einen jungen Mann zu sich nimmt, der aus ganz einer schwierigen Situation kommt. Einer, der schon zwei Lehrvertragsauflösungen hinter sich hat, der eine extrem enge Betreuung gebraucht hat. Und für diesen jungen Mann war der Ausbildungsplatz genau der richtige, weil sie eigentlich von morgen bis am Abend zusammen waren. Er hat ganz eng können betreut werden. Die Chemie hat von Anfang an gestimmt. Der hat sich wohlgefühlt und ist aufgeblüht und hat seinen Abschluss können machen. Und gleichzeitig hat der Malermeister dann nachher gesagt, ja, das sei für ihn jetzt eigentlich auch total eine schöne, wertvolle Erfahrung gewesen. Wenn wir je wieder so ein Sorgekind haben, können wir ihn gerne kontaktieren. Also wir haben da einen neuen Ausbildungsbetrieb mit ganz einem speziellen Angebot können gewinnen. Das ist eigentlich nur eine Person gegangen. Es ist eine kleine Erfolgsgeschichte, aber ich habe mich extrem darüber gefreut, weil das sind die Erfolgsgeschichten, die unser Berufsbildungssystem so wertvoll machen. Ich glaube, ich möchte so abschliessend noch die wichtigsten Punkte zusammenfassen, warum es sich fix lohnt, als Firma auszubilden. Und zwar ist das sicher die Zukunft von der Schweiz oder von den verschiedenen Branchen. Fachkräfte ausbilden, es ist finanziell rentabel, es bringt frischen Wind, aktuelles Know-how in Betrieb. Man wird super unterstützt durch das Amt, wenn man fragt, aber auch durch uns, bei Justi kann ich auch so sagen. Was ist dein grösster persönlicher Wunsch für die Zukunft, so abschliessend? Ich glaube, man hat es gemerkt, ich bin ein totaler Fan von diesem System. Ich versuche immer und überall auch dafür zu kämpfen, dass das so bestehen bleibt, dass auch der Ruf von der Berufsbildung hoch bleibt, wie er im Moment ist, dass man durch alle Gesellschaftsschichten durch weiss, das ist eine wertvolle Ausbildung mit spannenden Karrieremöglichkeiten nachher, auch finanziell, dass es überhaupt nicht so ist, dass man automatisch mehr verdient, nur weil man zum Beispiel eine Matur hat. Der Mix, die Quote, die wir im Moment haben, dass man sagt, im Kanton Zürich sind es etwa 20% gymnasiale Maturität, 20% Berufsmaturität und dann 60%, die ein EBA oder ein EFZ machen und die gleichzeitig aber auch das Ticket in der Hand haben für spannende Weiterbildungsangebote in der höheren Berufsbildung. Das ist ein guter Mix, das ist ein Garant für eine gut funktionierende, gesunde Schweizer Wirtschaft und vor allem ist sie ein Garant für eine der tiefsten Jugendarbeitslosenquoten der ganzen Welt und für das denke ich mich eigentlich fast das Allerwichtigste, dass junge Menschen, die eine Ausbildung haben, einen Job finden, Geld können verdienen, ihr Leben selber gestalten und für das kämpfen ja alle miteinander und ich freue mich, dass der Einsatz weitergeht. Danke vielmals, sehr schöne Worte als Abschluss. Merci vielmals für das Gespräch und für deinen Einsatz für die Lernenden und für die jungen Fachkräfte in der Schweiz und danke euch allen auch fürs Zuhören und ich hoffe natürlich, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heisst Inside Berufsbildung.